Was? Niemals! Wenn ich mich nicht irre, können sich die Grauen Wächter noch immer auf ihr Konskriptionsrecht berufen, nicht wahr? Ich gestatte es. Wenn Eure Majestät es so wünscht. Ha, gut gemacht, Kleiner. Willkommen an Bord. Ich? Ein grauer Wächter? Nun, warum eigentlich nicht? Mein Glückwunsch, Sir Magier. Ich freue mich darauf, an eurer Seite zu kämpfen. Nun denn, wenn ihr hier alles unter Kontrolle habt, muss ich mich nun leider verabschieden. Ja, ich denke, das Anwesen wurde gesichert. Wir haben große Verluste erlitten, aber die dunkle Brut ist fort. Und es gibt Überlebende. Oh, verzeiht meine Manieren. Ich bin Varel, Truchsess von Vigils Wacht. Und ich bin euch dankbar, dass ihr uns noch rechtzeitig zu Hilfe gekommen seid, Kommandantin. Ich werde euch dabei helfen, über die Ländereien Amaranthines zu herrschen. Einige der Soldaten und Bediensteten der Wacht haben es geschafft. Von den Wächtern aus Orlais hat allerdings keiner überlebt. Wir sollten uns möglichst bald unterhalten. Es gibt vieles zu besprechen, unter anderem auch den Beitritt. Ihr werdet eure Reihen aufstocken müssen. Die Sicherheit Ferelden's liegt in den Händen der Grauen Wächter. Obwohl der Orden derartig geschwächt ist. Es ist an euch, die letzten Spuren der Verderbnis zu beseitigen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Es ist keine leichte Aufgabe. Aber ich bin überzeugt, dass ihr ihr gewachsen seid. Ich muss euch nun verlassen. Lebt wohl, Wächter. Und viel Glück. Bevor wir irgendetwas anderes tun, Kommandantin, müssen wir uns einer dringenden Angelegenheit widmen. Im Augenblick weiß ich nur von einem lebenden Wächter, der für ganz Ferelden verantwortlich ist. Dieser Zustand sollte sich dringend ändern. Die anderen könnten euch eine große Hilfe sein. Wie ihr wünscht, Kommandantin. Es ist nun Zeit, mit dem Beitritt zu beginnen. Ich werde die Worte sprechen, die seit dem allerersten Ritual gesagt wurden. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, so wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. Von diesem Moment an seid ihr, Orgrin, ein grauer Wächter. Was soll das denn sein, dieser Fingerhut? Wollt ihr damit etwa auf meine Größe anspielen, hä? Das ist der Kelch, den wir immer verwenden. Tatsächlich? Nicht übel. Der Erbauer stehe uns bei. Von diesem Moment an seid ihr, anders, ein grauer Wächter. Wir müssen also das Blut der dunklen Brut trinken? Das ist alles? Das ist alles, ja. Nun gut. Aber wenn ich in 2 Wochen auf einem Schiff nach Rivain wieder aufwache, nur mit Unterwäsche bekleidet und einer Tätowierung auf der Stirn, dann mache ich euch dafür verantwortlich. Er lebt, Kommandantin, und wird in Kürze erwachen. Von diesem Moment an seid ihr, Mairi, ein grauer Wächter. Ich habe diesen Augenblick herbeigesehnt. Vergebt mir, Mairi. Möge nun der Erbauer über euch wachen. Arme Mairi. Öffnet die Türen! Die Kommandantin muss den Zugang zu den tiefen Wegen kennen. Da ist vielleicht ihre Basis. Die Wächter sollen also einem Gerücht nachjagen? Auch wenn es wahr ist,
Solange der Pilgerpfad nicht wieder frei ist, wenn ihr eure Armee versammelt habt, werden sie abgesehen von ihren Schuhsohlen nichts zu essen haben. Garuel, Woolsey, die Kommandantin hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Woolsey sagt, einige Händler seien der dunklen Brut entkommen. Bei ihnen könnt ihr eure Vorräte zu vernünftigen Preisen wieder aufstocken. Außerdem steht die Wacht zu eurer Verfügung. Nehmt euch die Waffen und Rüstungen, die ihr benötigt. Wir werden euch erwarten, wenn ihr soweit seid. Kommandantin der Wächter, es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ich bin Herrin Woolsey und ich bin auf Befehl des ersten Wächters aus Weißhaupt hier. Ich soll als Kämmerin des Altums Amaranthin fungieren. Er war der Meinung, wir könnten den Einheimischen diesen Posten nicht anvertrauen. Einer dieser Einheimischen steht hier vor euch, Herrin Woolsey. Was den Kampf angeht, habe ich vollstes Vertrauen in die Loyalität der Wacht. Aber Gold kann selbst die aufrechteste Seele korrumpieren. Nein, ich stamme nicht aus Weißhaupt selbst. Ich komme von zahlreichen Orten und gehe dorthin, wohin die Wächter mich schicken. Das Altum steht am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, Sir. Der Handel muss wiederbelebt werden. Irgendwo entlang des Pilgerpfades finden gezielte Angriffe auf Handelskarawanen statt. Bedauerlicherweise ist er die einzig verlässliche Handelsroute, um eine Armee mit Nachschub zu versorgen, eine Stadt mit Nahrung zu beliefern und die Zivilisation aufrechtzuerhalten. Er ist die Straße, die von hier nach Denerim führt. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum er so wichtig ist. In der Stadt Amaranthin gibt es einen Händler namens Mervis, dessen Karawanen in letzter Zeit besonders betroffen waren. Er könnte wissen, wo auf dem Weg die dunkle Brut oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, zuschlägt. Nein, es liegt weit im Norden. Es heißt, die Festung sei uneinnehmbar. Es gibt dort noch immer die Horste, in denen in früheren Zeiten die Griffins gebrütet haben. Allerdings werden wir Wesen wie sie nie wieder zu Gesicht bekommen. Wie ihr meint, Kommandantin. Nun denn, kommen wir also zur Sache. Orley hatte ein Dutzend Wächter zur Wacht geschickt, um auf eure Ankunft zu warten. Nahezu alle sind bei dem Angriff gestorben. Nur Christoph ist noch auf seiner Mission. Die orlesianischen Wächter waren darüber beunruhigt, dass die dunkle Brut nach dem Ende der Verderbnis nicht verschwunden ist. Christoph wurde ausgesandt, um einige Spuren zu verfolgen. Er ist vor 2 Wochen überstürzt aufgebrochen. Wir glauben, er hat sich auf den Weg in die Stadt gemacht, nach Amaranthin. Das hat er. Allerdings nicht mehr. Die Wächter beraten sich nur untereinander. Es gibt nicht allzu viele Orte, die Reisende aufsuchen würden. Ich an eurer Stelle würde die Gasthöfe und Tavernen überprüfen. Darüber haben sich schon klügere Männer als ich den Kopf zerbrochen. Einer der Wächter sagte, die Stärke des Erzdämons habe der Horde eine Art Ziel gegeben. Wenn sie sich jetzt ein neues Ziel gesucht hat... Das ist die einzige Angelegenheit von absoluter Dringlichkeit. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen, Kommandantin? Alles, was ihr befehlt, Sir. Im Allgemeinen kümmert sich der Truchsess der Festung um sämtliche anfallenden Aufgaben. Und falls etwas Wichtiges geschieht, informiere ich euch darüber. Kommandantin? Dies hier ist Sir Garibald. Der neue Hauptmann der Wache. Ich muss euch über etwas in Kenntnis setzen. Es könnte dringend sein. Nachdem sie hier eingetroffen sind, haben die Orlesianer, die Wächter meine ich, angefangen, Informationen zu sammeln. Die vielversprechendste Spur, die sie gefunden haben, war eine wilde Geschichte, die ein paar Jäger herum erzählt haben. Diese Jäger, Colbert und... Ach, der andere eben. Haben behauptet, sie hätten einen Eingang in die tiefen Wege entdeckt. Dort soll überall dunkle Brut gewesen sein.
Und das war noch bevor diese Kreaturen im gesamten Altum aufgetaucht sind. Die Wächter wollten gerade jemanden losschicken, um diesen Kolbert ausfindig zu machen. Kolbert und sein Freund halten sich in der Stadt Amaranthine auf. Vermutlich befinden sie sich unter den Flüchtlingen vor den Toren. Kommandantin? Wollen wir weiter? Muss jemand verprügelt werden? Sagt einfach Bescheid.